Weil Drake ja auch nicht selber Blöcke dabei hat, mit denen er sich hochbauen kann. Nein. Nein, ich kann ja normal laufen. Ich laufe schon mal weiter, mir ist das zu doof. Wo seid ihr denn überhaupt? Ach so, ihr seid schon in der Wüste. Und jetzt bin ich vom Server geflogen. Ja, ich schätze mal, bei dir ist der Speicher übergelaufen. Nö. Der Server wollte mich nur einfach nicht mehr. Achso. Ich sehe einen Wurm. Und da bin ich wieder. Hast du nach unten geguckt? Ob du nach unten geschaut hast. Oh, ach so, das Niveau ist schon wieder auf so einer tiefen. Darüber denke ich immer nicht nach, weißt du? Und ich bin wieder rausgeflogen. Und da ist er weg, wollte ich gerade sagen. Ja, weil er über mich gelästert hat. Natürlich. Wenn ich über dich lege, dann fliege ich immer als erstes, ich muss dringend weiterlästern. Wenn ich genug lästere, fliegst du dann auch? Nee. Oh, das ist langweilig. Wozu sind eigentlich diese blöden Inseln, jetzt mal ganz ehrlich? Was? Diese Luftinseln. Da kannst du Slime finden. Oh, ich habe einen Turm mit einer Truhe unten, noch einen Absturz gefunden. Ich habe einen Turm mit einer Truhe unten. Absturz. Left Joint. Das Ätzendste wird, dass ich jedes Mal die Aufnahme an- und ausmache, um so um sicher zu gehen, dass man die Server-IP nicht sieht und ich dann jedes Mal hinter die Tonspuren einzeln bearbeiten darf. Darum ist meine Aufnahme auf Hidden gestellt, mein Dings auf Hidden gestellt hier. Meins auch, aber sicher ist sicher. Ich hab übrigens ist das ein kaputter Turm? Oh, wird schon so sein. Haben wir uns jetzt verloren zufällig alle? Oder? Ich bin bei dem Turm über der Wüste. Ich bin bei also oben auf bei der Turm. Ruine in der Wüste. Ich habe auf jeden Fall irgendjemanden gerade an mir vorbeihobeln sehen. Das war wahrscheinlich Sevi, weil ich bin nicht in der Wüste, sondern nördlich der Wüste im Meer. Also ich bin in der Wüste. Ja, ich, wie gesagt, nicht. Ich bin ein bisschen nördlich und da habe ich den Turm so gefunden. Aber da war Kohle. Sehr gut. Fackelproblem gelöst. Irgendeiner fliegt da oben rum. Ach nee, da baut sich erst der Berg auf. Ich turn hier einfach über den Berg rüber, was übrigens sehr interessant ist. Ich komme aus der Richtung. Das hätte mich fast Ihr müsstet auf der Map ja eigentlich sehen, wo ich bin. Warum? Weil diese Insel im Wasser, es sind zwei fliegende Inseln daneben und halt ein Turm im Wasser. Das kann man halt schwer übersehen. Ja, ja, ich habe es auch gerade gesehen. Aber hier oben, hier oben kommt ein Temperate Rainforest. Sehr schön. Das freut mich. So, ich esse jetzt mal einen goldenen Apfel. Jetzt sehe ich einen Sebi wieder. Ich habe gerade einen goldenen Apfel gegessen. Ist mir gerade ein bisschen zu unsicher gewesen. Hä? Weil hier rüber kraxeln macht nicht so viel Spaß gerade irgendwie. Was ich viel interessanter finde, ist, ich sehe die jetzt. Die hole ich mir jetzt. Ja, ich habe die ganze Zeit ignoriert. Sagen, von denen hat man doch so viele. Die sind doch total egal. Ich nicht. Ah, okay. Sebi nimmt 2. Ich nehme 4. Ich habe 4 Stück genommen. So. Nicht 6. Trotzdem mal. Nee, 8. Immer zweimal mehr wie du. Trotzdem werde ich mich jetzt hier auch eine Runde hochstecken müssen, leider. Und alles im Silk. Ich räume dann den Turm alleine aus, wenn ihr nicht wollt. Ja, räum mal den Turm leer. Lass dich nicht töten. Ihr wollt ja nicht mit mir allein spielen, dann mach ich das halt alleine. Nein, wir wollen nicht mit dir alleine spielen, wir wollen immer zusammen spielen. Ist immer scheiße, ich weiß. Dürft auch euch beide hinkommen zum Turm mit ausbauen, gar kein Problem. Also Sebi hüpft nach oben, ich bin einfach unten durchbaut. War Katze. Ich hüpfe nicht. Ich habe mir eine Leiter genommen. Oh, ich habe jetzt doch so ein hässliches Eisenschild gefunden. Nee, das lasse ich lieber liegen. Boah, ey, warum lag ich denn gerade so übel? Weil wir hier gerade zu dritt alle neue Chunks generieren. Genau. Wobei mein Spiel, sobald ich hier im Turm wieder konstant auf seine 20 FPS hat, ohne Probleme. Ich habe eher die Befürchtung, dass ich langsam wieder in einen Speicherbereich komme, der nicht so witzig ist. Ja, ich bin bei 8,5 Gig. Ich gucke mal. Nö, bei mir ist das, das ist gar nicht so schlimm. 45%, also 8 Gig jetzt knapp. So. Super. Oh, ich habe genug Hexenklessenzen, mir geht's gut. Das freut mich. Dafür ist es jetzt langsam dunkel, weil die mich zu weit runtergeschlagen haben und meine Fackeln irgendwie sich verschoben haben. Das ist doof. Oder auch nicht. Aber, Drake, bin ich irgendwie in deiner Nähe noch, oder? Nö. Ich bin jetzt bei 871 minus 3135. Ich bin bei 999 und minus 2900 und Peng.
Also gehe ich einfach mal in die Richtung. Ich bin gerade bei den Bäumchen, also zwischen dem Wald und den großen Bäumchen. Auf dem Eiswasser. Okay, also. Ebene, da du war jetzt schon ausgeräumt oder nicht? Hier war noch etwas lang. Nein, ich habe die Spawner vergessen, weil ich runtergeschlagen wurde. Genau. Ich hoffe ja die ganze Zeit noch, dass wir was Schönes finden. Verdammt. Irgendwas richtig Cooles, krasses. Ich sollte ja diese komischen Beansteaks mitnehmen. Da war ja was. Wollte ja jemand haben. Ja. Allerdings auch nicht so viele, ne? 11. Ja, das ist okay. Mehr soll ich nicht mehr, sonst wird das zu viel für dich. Oder wie? Nee, also ein Stack ist okay, aber mehr brauche ich davon nicht. Sollten wir wieder Brot essen. So, ich bin jetzt auch auf dem Eiswasser. Sehr schön. Wenn du dann irgendwann mal zu hohen Hügeln kommst, dann Endermedaillen, Earthmedaillen, Feuerstab, viele lustige Dinge. Zu hohen Hügeln? Was für Hügel? Mhm. Bei 971, 3291 siehst du. Okay, Moment. Ich bemühe mich, mal in die Richtung mich zu orientieren. Ja, ich sehe dich. Du bist jetzt gerade in meiner Karte aufgetaucht. Oh, diesmal ist auch der Boss da, ist ja schön. Du bewegst dich richtig in die richtige Richtung, Richtung Nordost. Ja. Wir nehmen jetzt übrigens schon eine Stunde lang auf. Eine ganze Zeit. Ja. Wieso höre ich gerade einen Boss? Weil der bei mir ist. Hey, aber ich höre den nicht. Schnee. Ich habe ihn dann gehört. Weil du doof bist. Ja, ich weiß. Aber damit erzähle ich dir ja nichts Neues. Das hast du ja immer. Ja, ja. Wir passen uns immer dem Niveau an. So, wo bist du? Ach, da bist du durchgegangen. Okay, perfekt. Perfekt. Ich lasse auch die Ressourcen hier gerade irgendwie ein bisschen rumliegen. Ich dachte ja, wir finden wirklich noch... Oh, oh. Ach so, du warst es. Wow! Danke. Nee, das war nicht ich. Das war ein Bumm. Ja, ja, aber du hast mich da hingeschoben. Was hab ich? Ich war 8 Kilometer weiter. Dafür habe ich eine Hexikel-Essenz gefunden. Na, du hast mir eine Wasserdings doch... Nö, hab ich nicht. Okay, dann war das der Mob, der es gemacht hat. Cool. Also die Leute können jetzt bezeugen, ich habe Brot in der Hand. Okay, ja, deshalb, ich bin nämlich da oben geflogen und dachte so, was ist denn jetzt los? Und warum zur Hölle nimmt der Boss jetzt auf einmal wieder keinen Schaden? Das ist so nervig. Was viel nerviger ist bei mir gerade, dass es langsam, aber sicher wieder anfängt zu... Der nimmt Schaden, man sieht es noch nicht. Dass es wieder anfängt, richtig übel zu lecken. Ja, ja, hier leckt es auch wie die Sau, aber wir bauen auch gerade die Chunks auf wie die Blöden. Ein Haufen mächtiger Dinge. Das Lustige ist, ich habe vorhin gesagt, ich brauche noch 33 Level. Also bis jetzt habe ich 27. Aua, hier ging es tief nach unten. Mhm. Boah, ich will nicht fallen. Ich will vor allem nicht so tief fallen. Aua. Wo bist du denn runter da? Ja, ich bin einfach geradeaus und dann war's bumm unten. Hm. Siehst du mich? Ich laufe mal ein Stück zurück. Ne, ich bin hier jetzt auch runtergeflogen, gerade. Au. Ich hasse es, dass wenn man auf 1 drückt, aus Versehen, wenn man was in der Hand hat, er sich hinstellt und die Fackel da wegklickt. Jetzt sind meine Fackel mal wieder irgendwo verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo. Okay. Also ich bin hier gerade auf... Ja, ja, du bist neben mir. Hä? Nee, jetzt bist du hinter mir. Ich mache auf jeden Fall jetzt meine Ausnahme langsam aus, weil mit einer Stunde lang wird diese Folge sowieso absolute Überlänge. Ah ja, stimmt ja, du hast ja so Einzelfolgen. Ich schneide das nachher ja in kleine Häppchen. Nee, ich mache da eine Folge draus, wenn das bei mir wahrscheinlich erst eine Woche nach euch sieht. Aber ich mache die Aufnahme jetzt mal aus, latsche nach Hause und räume mal den ganzen Müll, den ich gefunden habe, auseinander. Und zwar laufe ich einfach zwischen den Folgen nach Hause, weil ich brauche jetzt mal eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal, Leute. Jo. Und tschüss. So. Ich habe gerade spontan noch eine Hexikel-Essenz gefunden. Ich weiß ja noch mal, was das ist. Das sind diese Blumen. Ich finde nur Bären. Ich ärgere, dass ich meine Fackeln weg sind. Dich ärgert, dass deine Fackeln weg sind. Ich bin auf jeden Fall mal erstmal kurz auf Lager AFK. Bis gleich. Bis gleich. Nee. Also Fackeln sind bei mir nicht weg, weil die habe ich im Dutzend einstecken.
glaube, ich habe 2 Sticks oder so noch dabei im Rucksack. Mhm. Ich bin jetzt hier auch schon wieder an einem Meer angekommen. Ja, du bist ja auch, du bist momentan, südöstlich von mir. Okay, ich wollte hier jetzt einfach mal wieder ein Gebiet haben, wo ich ein bisschen was sehe und nicht okay, Internal Server Error, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich ersticken, weil ich nicht schnell genug hochkomme zum, weil ich mitten im Wasser bin. Ah doch, passt. Gut, und ich sehe noch eine Hexikessenz, das ist sehr gut. Dann kriegen wir vielleicht auch bald mal wieder unsere nächsten Rüstungsteile hier zusammen. Ich weiß gar nicht, was ich suchen soll. Ja, jetzt bin ich auch geflogen. Wenn du zu mir kommen würdest, zeige ich es dir, dann baue ich sie nämlich noch nicht ab. Wo bist du denn? Ach, da hinten bist du. Dann kannst du dir nämlich diese netten Scale und weiß ich nicht was für Sachen machen. Ich bin nur gerade am überlegen, ob ich irgendwo noch eine Truhe rumliegen habe. Ja, genau, so. Dann... Also die Creeper sind richtig langweilig in dem Spiel. Ja, natürlich sind die langweilig. Was können die auch? Nix. Nein, ich hau einmal mit dem Schwert drauf und dann fallen sie um. Wofür brauche ich eigentlich Scrap Meat jetzt mal ganz ehrlich? Scrap Meat? Was ist der Kuckuck? Scrap Meat Usage. Meinst du diese blaue Blume? Nee, ja, die blaue Blume, genau. Das sind Hexige Essenzen. Aha. Guck hier, plopp. Nein. So, hast du noch irgendwas, was du hier raus haben willst oder so? Ich bin gerade am überlegen, ob ich das einfach verbrenne, die Kiste, ey. Keine Ahnung. Nö. So. Aber ich, warte mal. Ich habe meinen geilen Werkzeugrucksatz dabei. Mhm. Ich brauche Holz. Das habe ich im anderen Rucksack. Immer im Allerlei-Rucksack. In deinem Allerlei-Rucksack? Ich habe immer im Allerlei. Ich habe nur einen Allerlei-Rucksack. Mehr habe ich gar nicht. So, dann brauche ich meinen Workbench-Rucksack. Glück. Und mein Holz. Ja, der Workbench-Rucksack ist schon extrem cool, muss man immer sagen. So. Ja, super. Man sollte den Rucksack natürlich immer ausziehen, wenn man gerade. Irgendwas habe ich gerade gekriegt. Mein Rucksack? Nö. Irgendwas ist mir gerade entgegengeflogen. Ich habe aber nicht mitgekriegt, was es ist. Nö, mein Rucksack ist gerade in der Gegend rumgesegelt, aber den habe ich wieder eingefangen. Ach, hast du ein Boot gebaut? Ja. Ja, dann Party. Juhu! Irgendwo hänge ich dran. Nein, das dauert am Anfang sehr kurz, bis er startet. Nö, nee, aber bei mir, ich fahre, aber werde immer wieder langsam. Nee, jetzt bist du gerade gestartet. Jetzt geht's los. Und jetzt bist du verschwunden. Ja, und jetzt bist du vor mir aufgetaucht. Juhu, und ich bin jetzt auch endlich unterwegs. Was bin denn dein? Ich bewege mich jetzt einfach hier und tschüss, es war so klar. Internal Server Error. Also ganz ehrlich, das Laden bei Hexet ist echt tierisch ätzend. Hallo und weg. Jupp. Oh, toll. Joint, left, join. Ja, und mein Boot ist gerade weggeschossen und ich war weg. Ich bin also irgendwie aus meinem Boot rausgefallen. Warum auch immer. Wieder da. BB. Du bist aus deinem Buch rausgefallen? Aus meinem Boot. Ich bin jetzt auch geflogen. Internal Server Error. Juhu. Ja, also Bootfahren mag der ganz und gar nicht, der Server. Ich sehe dich noch, aber ich sehe auch, dass du rausgeflogen bist. Ich sehe eine Insel. Ja, ich, Und da ist ein Tor drin. Nö. Das sind komische Stecken im Wasser. Okay. Ich bin auch die ganze Zeit, ehrlich gesagt, am Überlegen, wie weit wir jetzt noch gehen wollen. Hier, sowas verstehe ich zum Beispiel nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. So eine komische Plattform aus Sand. Ah, ist aber wirklich nur eine komische Plattform aus Sand. Das war mein Boot. Ich habe leider einen Block offen. Und ist auf der Insel was drauf? Lohnt sich das wenigstens darüber zu gehen? Ja, es sind Blumen drauf. Blumen. Okay. Cool. Da freue ich mich ja an Cola-Cakes, dass da Blumen drauf sind. Gott sei Dank habe ich das Rezept von dem Boot noch in meinem Rucksack. Ja, kannst du mal ein paar neue machen. Ach, da sind so eine Säulen mal über Wasser und nicht unter Wasser. Oh, da ist ja Optifine drauf. Cool. Hä? Nee, ich hoffe, auf jeden Fall habe ich einen Zoom-Modus.
Okay, ich nicht. Auf der Tab-Taste. Nee, auf der Tab-Taste habe ich ganz normal mein Spieler-Anzeige-Dingsi-Gebimsi. Ja, da, dann habe ich es umgesetzt, weil das mache ich ja immer so. Und tschüss. Left the game. Wo bist du jetzt hin? Ich fahre Richtung Säulen, wenn ich wieder drauf komme. Ben. Okay, Richtung Säulen. Ja, super, und ich bin gerade abgesoffen. Hallo? Soll denn der Scheiß? Ja, du fährst aus dem Boot, wenn du disconnected wirst. Warum auch immer. Ach, da, okay. Da bist du. Hallo, super. Creepy! Dir ist ein Creeper hinterher. Ja, macht mir auch nichts aus. Muss mich nur umdrehen und einmal draufhauen. Ich wünschte, ich hätte jetzt meine Freeze-Ride-Boots. Das würde es wesentlich einfacher machen. Brauchst nämlich auch kein Boot mehr. Einzige gefährlich ist nur, wenn du aus einer hohen Höhe in einen Wasserteich springen möchtest. Ja. Da macht's dann nur Knack und es war's. Gibt dann ein böses Erwachen. Yep. Oh, ich habe meine Schuhe noch. Hast du schon wieder neue Boote gebaut? Ich bin ja kurz hinter dir. Nein, aber gleich. Brauch nur Wasser. Wasser. Ja, Wasser habe ich. Wasser hast hier ganze Mengen. Riesenmengen an Wasser. Ich brauche nur was zum Stehen. Ohne, dass ich absauf. Ja, das ist doch da, wo du gerade bist. Super. Brauch mir Clay? Boah, Lehm kann man immer gebrauchen. Das sieht so witzig aus, wie die Sachen direkt wieder zu dir fliegen. So, machen wir nochmal Bode. Nochmal zwei. Ja, vielleicht überleben die ein bisschen länger. Man darf halt nur nicht zu schnell fahren. Das ist, glaube ich, der Trick an der Sache. So, bitteschön. Danke. So. Ich hätte jetzt mal gesagt. Was? wollen wir uns wieder Richtung Norden bewegen, oder? Willst du in Richtung Norden oder langsam Richtung Süden? Wir können auch langsam wieder Richtung Süden. Ich meine, weil wir müssen nämlich noch 3000 Blöcke fahren. Minimum. Ja, dann lass uns doch mal hier außen einfach vorbeifahren. Ich sehe, ich habe dich gerade hier sitzen sehen. Und dein Boot abzischen, aber... Oh, ja. Ja. Jetzt siehst du mein Boot wieder abzischen. Aber dein Boot ist komplett verschwunden. Nee, du bist noch drin. Ja, ihr macht komische Dinge. Ich bin U-Boot. Ich komme gerade wieder. Hallo. Hi. Hast du mich auch gerade gesehen? Ich bin gerade im Wasser gewesen. Ja, ist doch super. Ich war auf Tauchstation. Und so, also hier links. Das erste Minecraft-U-Boot. Da muss man sich jetzt hier langsam vortasten, ja. Ich versuche nur irgendwie zu gucken, wo du bist. Weil... Ja, ich fahre gerade in der Nähe von dem Turm vorbei. Nö, ich wollte nicht zu dem Turm diesmal. Die Türme sind irgendwie öde, es gibt viel, viel coolere Dinger. Ja, aber man findet irgendwie immer nur Türme. Ja, ich finde auch, also die Spawnrate von den Türmen ist viel zu hoch und die Spawnrate von den anderen Gebäuden ist viel zu niedrig. Aber wir haben ja schon oft genug darüber gelästert, wie ausgeglichen und gut designed Hexet ist. Ja. Ausführlich. Du fährst gerade auf der anderen Seite von der Insel entlang. Wie? Juhu. Ja, du fährst rechts rum und nicht links. Ja, bin gerade im Überlegen, ob ich auf der Insel jetzt hier gleich fahre. Weil es gibt so coole andere Bauwerke, wo ich gerade mal, also einige habe ich einmal in meinem Leben gesehen. Und diese Türme. Hey, ich will hier raus. Wieso komme ich denn aus dem Boot raus? Spinnst du? Hey, Boot, lass mich raus. So lässt mich das Boot ist nicht raus. Hallo, Boot. Wheatfelder. Super. Ich komme aus meinem Boot nicht mehr raus. Viel interessanter ist, bei mir ist hier gerade eine Ladekante. Jo, das war so klar. Internal. Nee, Read timed out. Ich glaube, es hat sich gerade der Server verabschiedet. Ist das möglich? Ach, Kinder. Jo, auf dem anderen sind auch nur noch, super, ich muss das auch rausschneiden, sehe ich gerade. Ich sehe nämlich auch die IPs vor mir. Wieso siehst du die? Edit. Weil er nicht auf Hidden gestellt hat wahrscheinlich. Das dann. Ist doof. Ja gut, ich würde sagen, ich persönlich werde die Aufnahme hier an der Stelle auch mal beenden, weil es ja jetzt gerade unspaßig. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann. Jo, bis dann. Tschüss.